Sir, Geschäftsvermittler Owen hat für seine privaten Geschäftstreffen Räumlichkeiten auf der Station gemietet. Wir sind noch nicht sicher, was er für ein Objekt verkauft, aber den Gerüchten zufolge ist es eine Art technologisches Gerät. Der Preis, den Gwen verlangt, ist bedeutend. Für so viel Latinum könnten sie einen Mond kaufen. Der Sternflottenkommando berichtet, dass zusätzliche Unterstützung unterwegs ist. Wir aber versuchen sollen, das Gerät zu halten. Was? Verstanden. Irgendwie und ja wohl wieder ein bisschen scheiße übersetzt, glaube ich. Kann ich Ihnen helfen? Oh, warten Sie. Wir müssen Admiral Sky Dragon sein. Es tut mir leid, Admiral, doch der Geschäftsvermittler ist gerade beschäftigt und darf nicht gestört werden. Wir hatten eine Vereinbarung. Ja, Jörg hinterließ mir ohne explizite Anweisung hierüber. Er befindet sich inmitten heikler Pannen, um seinen Profit für den Verkauf eines seltenen Artefakts aus dem Delta-Quadranten zu verdreifachen. Er darf nicht gestört werden. Will Owen nicht ein Angebot von den kombinierten Finanzressourcen der Sternflotte, des Klingonischen Reichs und der Romulanischen Republik hören? Vielleicht. Mal sehen. Es war etwas von den Krennen? Denke ich. Schätze aus dem Delta-Quadranten sind im Moment total in Mode. Artefakte von Kulturen, die von den Vadwa ausgelöscht wurden, sind besonders wertvoll. Gwen hat ziemlich viel Latinum mit den Gütern verdient, die er durch die Portale brachte. Nun leider hat sich diese profitteilende Abmachung, die er mit mir versprochen hatte, nicht materialisiert. Aber wer bin ich, um mich zu beklagen? Ich weiß, dass Sie nur Ihre Arbeit erledigen, aber es ist sehr wichtig, dass wir dieses Artefakt bekommen. Ich bitte Sie. Es tut mir leid, Admiral, doch meine Anweisungen waren sehr klar. Es muss etwas geben, das wir für Sie im Gegenzug machen könnten. Nun, es tut mir leid, aber ich brauche diese Arbeit. Ich versuche genug zu sparen, um diese Station verlassen zu können. Ich werde Ihren Transport arrangieren, egal wohin, kostenlos. Das können Sie? Was sage ich? Sie haben ein Raumschiff. Natürlich können Sie das. Nun denn, gehen Sie weiter. Owen und der andere Käufer befinden sich im Frachtraum. Sie sollten sich beeilen, denn sie wollten den Handel abschließen, bevor sie sich querstellen können. Danke. Ich danke Ihnen so sehr. Vielen Dank, dass Sie uns hindurchlassen haben. Meine Crew wird die nötigen Vorbereitungen für Sie treffen. Willkommen beim Stream. Wie Sie sehen können, ist das Gerät beinahe perfekt im Zustand. Nicht so schnell. Der Herr mit dem ziemlich imposanten Partner da drüben hat gerade ein sehr wettbewerbsfähiges Angebot für das Gerät gemacht. Möchten Sie ein Gegenangebot machen? Ich werde dafür sorgen, dass Sie es nicht bereuen, wenn Sie ausschließlich mit mir verhandeln. Sie sagten, dass es keinen anderen Käufer gäbe, Owen. Und was sehe ich nun? Flüchtige der Romulanischen Republik, die vermutlich um weitere Almosen bettelt. Wachen! Eskortieren Sie dieses Gesindel von hier fort, damit ich meinen Handel in Ruhe abschließen kann. Ich gehe nicht ohne das Gerät. Mann, die werden gut gebraten. Ich glaube, der ist ein bisschen tot.
Hervorragend. Ich werde das, was ich in diesen Wachen zahlen wollte... Halten Sie ein. Ich bin Nock, Sohn des großen Nagus Rom. Und ich bin ein Ferengi. Und wenn Sie mit diesen Leuten handeln, handeln Sie mit mir. Sie haben die Wahl. Entweder handeln Sie mit mir, oder ich werde meinen Vater bitten, mit dem Liquidatoren über Ihre jämmerlichen Geschäftspraktiken zu reden. Nun, ich bin sicher, dass wir uns einigen können. Wie ich mir dachte. Und nun, küssen Sie das Zepter. Verschwinden Sie von hier. Nicht Sie, Owen. Nee, Quen. Quen, Entschuldigung, Quen. Hier ist mein bestes Angebot. Wie wäre es, wenn wir uns auf einen Preis einigen? Dann bekommen die Delta-Quadrant-Dingsbums und ich kann von hier verschwinden. Dann ist jeder glücklich. Nicht so schnell, Quen. Nein? Gut. Wie wäre es, wenn ich Ihre Fragen beantworte und dann gehen darf? Aber lassen Sie uns fortfahren. Jede Minute, die ich hier verbringe, entgeht mir ein Latinumstreifen. Zeit ist ein sehr wertvolles Gut. Was wissen Sie über das Relikt? Das Gerät ist krenimischen... Alter Schwede! Ich hab's ja schwer mit dem Wort. Krenimischen Ursprungs. Etwas genauer gesagt stammt es aus dem Krenim-Imperium. Ich schätze, es wurde irgendwann in der Mitte des 22. Jahrhunderts gebaut. Ein seltsames Stück Technologie. Ich habe noch nie etwas Vergleichbares gesehen. Es ist sehr fortschrittlich und weist alle Kennzeichen des Handwerks der Krenim. Jedoch ist es seltsam. Definitiv seltsam. Was geschah mit den Krenim? Die Wattbar, die waren es. Einst kontrollierte das Krenim-Imperium über 200 Sternsysteme im Delta-Quadranten. Sie haben einen Teil des Territoriums in einigen Kriegen verloren, jedoch hielten sie sich ordentlich. Es war nicht das größte Ereignis im Quadranten, aber auch nicht das kleinste. Als die Wattbar ihren Krieg begannen, interessierte sich Gaul besonders für die Krenim. Er bombardierte sie zurück ins Steinzeitalter. Und noch weiter zurück. Soweit wir wissen, sind die Krenim so gut wie ausgelöscht. Wo haben sie dieses Gerät erworben? Ich habe das von einem Talaxianer aufgeschnappt, der Güter handeln wollte. Er sagte mir, dass er es im Kiana-System erbeutete. Das war es. Dort gab es einst eine Krenim-Kolonie, doch ist sie weg, genau wie der Rest ihres Imperiums. Weg? Die Wattra haben sie zerstört? Der Talaxianer war diesbezüglich etwas vage. Er sagte nur, weg. Wenn ich mehr Fragen gestellt hätte, hätte er womöglich seinen Preis erhöht. Sonst noch was? Als Zeichen meiner treuen Ergebenheit bin ich bereit, dem Sohn des Nagus diese Informationen kostenlos zu geben. Doch erzählen Sie das nicht anderen. Es würde meinen Ruf als Geschäftsmann ruinieren. Das Gerät strahlt unübliche Energiewerte aus. Es könnte sein, dass der Schutzschild eine Fehlfunktion hatte, oder aber es ist nicht mehr vollständig funktionstüchtig. Ich bin mir nicht sicher, das ist der Grund, warum ich es als Antiquität verkaufe. So wie es ist und keine Rückerstattung. Was für unübliche Energiewerte. Sehe ich wie ein Mitglied der Vulkanischen Akademie der Wissenschaften aus? Ich weiß es nicht. Es gehört nun Ihnen. Sie haben dafür bezahlt. Sie finden es heraus. Ich hoffe, es wird Ihr Schiff nicht in die Luft jagen. Darf ich nun gehen und all diese Unannehmlichkeiten hinter mich lassen? Ich möchte meine Sorgen in einen Kometencocktail ersaufen und über den heutigen verloren gegangenen Profit nachdenken. Gehen Sie und halten Sie sich von Schwierigkeiten fern. Lassen Sie sich nicht von dem Zepter und dem guten Aussehen täuschen. Ich bin als ein Sternflottenoffizier hier. Und normalerweise nutze ich meine Familienbeziehungen nicht zu meinem Vorteil. Aber in diesem Fall scheint es der beste Weg zu sein, um das Problem zu lösen. Daher habe ich mir das zweitbeste Zepter meines Vaters geliehen. Danke für die Hilfe. Es sah nicht so aus, als hätte uns Oglo dieses Krenim-Artefakt verkauft, wenn er noch in dem Raum gewesen wäre. Interessant. Ich weiß, dass die Voyager auf ihrer Reise den Krenim begegnete und dass Tuvok nach Überlebenden der Wattbar-Säuberungsaktion suchte. Fürs Erste sollten wir uns vielleicht darauf konzentrieren, alles, was wir können, über dieses Gerät herauszufinden. Einverstanden. Was sollen wir bezüglich des Kraftfelds tun? Quen hat sein Sicherheitssystem nicht abgeschaltet, als er fortging, doch ich weiß zum Glück, wie wir es umgehen können. Es ist kein sonderlich fortschrittliches System und kaum
das Latinum-Wert, das er dafür bezahlt hat. Wenn wir die EPS-Leitung überladen, verursachen wir einen Kaskadenfehler im System, den die Kontrollprotokolle nicht bewältigen können. Dies sollte das Kraftwerk deaktivieren. Einfach die EPS-Leitung überladen? Das ist nicht wirklich ein sicheres Vorgehen. Ich denke, Sie können die EPS-Leitung in dieser Ecke überladen. Nun, da der Energiefluss unterbrochen ist, können wir die administrativen Zugangsanforderungen überbrücken. Richtig, ich werde als nächstes die Steuerung überbrücken. Die Steuerung ist, ja, da drüben beim Artefakt. Hervorragend, nun können wir uns eingehend damit befassen. Solche Wellenmuster habe ich noch nie gesehen. Ich denke, dass ich etwas empfange. Sie stammt definitiv von dem Cranium. Quinn hatte auch recht in dem Bezug auf das Alter. Ich sehe auch einige Wiederholungen im Baleskode, fast wie eine Unterschrift. Und diese letzte Energie, von denen Quinn sprach, sind tatsächlich Chronitonen. Und zwar eine Menge davon. Chronitonen bedeuten temporale Manipulation. Diese kleine Kiste wurde gerade wesentlich interessanter. In der Tat, sehr interessant. Ich werde das Gerät zurück auf mein Schiff, die Chimera, bringen und mich umsehen, während wir auf dem Weg ins Kiana-System sind. Soweit ich verstanden habe, hat die Voyager vor einigen Wochen ein Außenteam ins Kiana-System gesandt, doch sie sind auf Widerstand gestoßen und waren gezwungen, sich zurückzuziehen, bevor sie finden konnten, wonach sie suchen. Da wir dies nun haben, werden wir vielleicht in der Lage sein, die Überreste der Krenim zu finden, falls es überhaupt etwas zu finden gibt. Verstanden, wir sehen uns im Delta Quadranten. Ich habe als Sternflottenoffiziere sehr viele Orte unter... leck mich doch. Wenn zufolge stammt das Krenium-Artefakt aus diesem System. Hoffentlich sind wir nicht den ganzen Weg hierher gekommen, um nach Geistern zu jagen. Was ist mit den Augen los? Ich hatte bereits die Gelegenheit, mir das Krenium-Gerät anzuschauen, doch ich bin mir noch nicht sicher, wie es aktiviert wird. Es ist mit Sicherheit für temporale Manipulation konzipiert, obwohl ich nicht glaube, dass es jemandem das Zeitreisen erlauben würde. Es ist fast wie ein Schritt zur Seite. Ergibt das überhaupt Sinn? Ich werde weiter daran arbeiten und Sie wissen lassen, wenn ich mehr herausfinde. Vielleicht können wir hier etwas finden, das das erklären würde. Die vorbereitenden Scans der Voyager haben eine Menge Anomalien geortet, doch es gab nichts Schlüssiges. Die Krenium-Aufzeichnungen zufolge sollte es einen Klasse-M-Planeten in diesem System geben. Unsere Sensoren zeigen aber keine Spur davon. Vielleicht ist der Planet die Quelle der Asteroiden. Wir haben auch einige Trümmer entdeckt. Könnte sein.